Ah, doch, es funktioniert. Oh. Sehr schön. Kann man mit dem wieder ein Stückchen wegfahren. Oh, gute 300 Liter sind jetzt da reingegangen. So. Machen wir da weiter. Habe ich ab sofort immer einen Notfall-Ding auf Reserve. Aber, ne, egal. So. So. Und wieder zurück. Tankrettungseinsatz geglückt. Und jetzt kann der als Notfalltank irgendwo verrotten. Da bräuchte ich jetzt eine Hütte, eine einzelne mit einem Stellplatz, da wo genau das Ding reinpasst. Helfer J hat die Arbeit beendet. Okay, das ist der Striegelmeister. Ist die Frage, wo stehe ich denn hin? Machen wir es uns ganz einfach und stellen ihn einfach da daneben hin. Da steht er ganz gut, wenn der mal ausläuft, läuft er genau ins Korn-Ding rein. Gut, dann haben wir hier der ist fertig. Ja, Motor starten. Nein, oh Mist. Zusammenklappen war so, ja. So, gut, das ist erledigt. Fahren wir gleich auf die Straße. Also dann haben wir eigentlich so gut wie alles gedüngt, von Unkraut befreit, gekalkt und so weiter ist normalerweise alles. Jo. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der Anhänger schon
Strom, also angehängt sein muss, um hier tanken zu können. Das werden wir jetzt einmal rausfinden, indem ich den hier in dem Anhänger betanke. Oder versuche zu betanken. Mal schauen, ob es überhaupt funktioniert. Ne, funktioniert nicht. Boah, Moment mal. Wir müssen ja erst einmal Ding wechseln. So, jetzt. Ne, geht auch nicht. Ja, wahrscheinlich muss er angehängt sein. Oder ich bin einfach zu weit weg, kann auch sein. So, einmal senken und abkoppeln. Perfekt. Dann haben wir das. Da sehe ich gerade wieder was. Das darf nicht so sein. Nein! Hä? Was? Wieso? Hä? Warum? Motor. Jetzt, gut, passt. Motor aus. Aussteigen. Schauen, was hier so ist. Muss gewalzt werden. Ja, es ist jetzt. Jetzt mag ich nicht mehr. Aber ansonsten ist alles. Ja, einmal leider bloß gedünnt, aber. So, jetzt schaue ich einmal hier. Das ist eh schon abgeschlossen. Zack, bam. Oh, wir haben neue Ernte. Mit Ausleihen. Aber das ist mit. Oh, mit zum Anhängen. Boah. Weiß ich nicht, ob ich das machen mag. Jetzt fahren wir den erst einmal nach Hause. Transportstellung war. Ne, war zuklappen was. Gut, passt. Dann können wir da weg. Dann fahren wir lieber auf die Straße. Das war bis jetzt der lukrativste Auftrag. Und da kann ich eigentlich gleich zum nächsten. Oh nee. Wieder. Schau ich gleich mal da. Feldflügen, nicht Flugfelden. Immer gleich das hier akzeptieren, dann die 24 auch schon mal akzeptieren. Geht alle weggerutscht, so jetzt.
Aber ich werde vorher den zum Richten fahren. Weil der ist über die Hälfte schon K.O. Und der Flug schaut wahrscheinlich auch nicht unbedingt viel besser aus. Schaut aus nach verdorrte Sonnenblumen, oder? Mei, was ist denn das für ein Bauer? Gut, da lassen wir wieder den Helfer drüber rattern. Oh, da sieht man ganz gut, dass da die Farbe auf den Flugblättern, Flugblätter, wie nennt man die? Wieso tut der ein neues Feld erstellen? Warum? Guck mal, warum? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Auf Felder begrenzen. Z. Alter, wieso? Na, sowas blöd jetzt aber auch. Jetzt habe ich dem Typen einfach mal ein neues Stückchen mehr Feld gemacht. Menno, Menno, Menno. So, okay. Und dann, ich werde jetzt da mal Verträge hinzufügen. Was heißt denn das? Ich werde mir jetzt die hier ausleihen. Okay. Okay, der ist dann wahrscheinlich für den Ruder selber. Weil der halt weil der Pflegebereifung hat. Oh, jetzt ruckelt das, weil der die Gerätschaften gescheit laden muss. Hat der überhaupt das Frontding? Ja, hat er. Gut, dann Feld 24. Und hoffentlich irgendwie hoch. Ja, schaut gut aus. Ja. Aber es sind zum Glück ziemlich kleines Feld. Dann fahren wir hier links.
So, jetzt muss ich da irgendwie rauskommen. Oder fahre ich da geradeaus? Ne, ich fahre links. Oder komm. Ach, das ist doch alles blöd. Jetzt komme ich da nicht drüber, weil da ein Zaun ist, oder was? Na, der hört da auf. Gott, passt. So, ich komme da drüber. Ja, doch, da komme ich rüber. Normalerweise macht man sowas nicht, aber Bauern dürfen sowas. Bauern müssen sowas machen. Das ist ja schon. Ich hätte den Ding gar nicht.